Servus, ihr Klemmbaustein-Liebhaber und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal T-Bricks. Ja, dieses Video wird hier meine allererste Review sein auf dem Kanal und ich habe euch heute den guten alten Mandalorian-Helm von der 18-Plus-Serie mitgebracht. Einfach diesen Helmkopf da, da gibt es ja mehrere von. Einfach den Mandalorian habe ich euch mitgebracht, weil ich mag Mandalorian am meisten. Zumindest von Star Wars irgendwie. Ich liebe Mandalorian, mega geile Serie. Und weil ich da ein bisschen Rabatt bekommen habe, habe ich mir das gegönnt. Und ich bin so hyped, Friends. Ich bin so hyped. Das ist mein allererstes Lego-Set nach 6 Jahren, was ich irgendwie neu habe, was ich jetzt gekauft habe und wisst ihr Bescheid. Das ist so krank. Ich habe noch nie so eine Box überhaupt mal gesehen oder beachtet. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nur von Videos gesehen, diese 18-Plus-Box mit diesem Layout da unten, mit diesem Stein. Das ist ja bei den ganzen 18-Plus-Sets so. Und es ist einfach ultra geil. Ich habe so Bock und ich habe so Bock, euch das hier heute zu zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns schon mal diese Box hier an. Wir sehen hier, das ist die 75328 von Lego Star Wars aus der 18 Plus Serie eben, wie gesagt. Und es gibt 584 Teile. Genau, für das, dass ich es für 38 Euro bekommen habe, sind 580 Teile echt okay. Denke ich, weil so wie ich das mittlerweile mitbekommen habe, sind Lego Sets immer so 10 Cent pro Teil. Und von diesem Aspekt her sollte es eigentlich 58 Euro kosten, wie das auch bald der Fall sein wird, weil Lego wird bald die ganzen Preise von sehr vielen neuen Sets um so bis zu 20% höher machen, leider. Und da ist dieses Set auch dabei, deswegen habe ich es mir jetzt ganz schnell gekauft und dann haben wir das auch zu einem guten Preis. Genau, so hier an der Seite ist nichts Besonderes, nö, ist nichts, aber hinten... Es sieht man auch noch ein bisschen was. Man sieht hier den Mandalorian wahrscheinlich aus Staffel 1 und aus Staffel 2. Vor allem der hier aus Staffel 2 müsste so ungefähr sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da sehen wir auch noch, wie die Maße von dem Lego danach aussehen wird. Das werden dann nachher 18 cm sein. Das können wir danach mal ausmessen. Und ja, hier sieht man ihn auch ein bisschen von der Seite. Und ich bin so gespannt, wie der aufgebaut ist. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich sehe das so richtig, ich habe keine Ahnung. Hier ist er von vorne noch. Ah, der wird richtig schön sein zum Aufstellen. Der wird richtig geil sein zum Aufstellen. Ja, wir werden das Ganze hier zusammen auspacken. Und ich bin sehr gespannt, was das jetzt wird. So, Friends, nicht nur dieses Set ist für mich neu, sondern auch dieses Stativ, was ich jetzt hier habe. Damit konnte ich jetzt mein Handy befestigen und kann jetzt eindeutig eine bessere Quali haben. Kamera-Quali. Ich muss jetzt leider auch mit meinem Handy meine Stimme aufnehmen, weil das ist jetzt hier halt live und nicht nachkommentiert. Und mit dem Stativ, es läuft einfach super. Ich kann jetzt super einstellen alles. Passt wunderbar. Ich würde sagen, ich habe das hier unten schon gesehen. Genau, hier kann man das aufmachen. Oh Gott, ich habe so ewig kein Lego-Set mehr aufgemacht. Shit. Ah, das geht echt so auf. Drücken wir da mal fest rein. Aber ich will das jetzt... Nein, ich habe das kaputt gemacht. Ich wollte es nicht kaputt machen. Egal, machen wir ganz vorsichtig bitte den Lachs hier auf. So, bitte aufgehen. Bitte, hallo? Warum geht es nicht auf? Ah, jetzt. So, wunderbar. Ich habe natürlich auch ein begrenztes Sichtfeld für mich, weil ich jetzt hier nur mein Handy vor der Fresse habe. Auf jeden Fall, das packen wir mal da weg. Hier haben wir die erste Tüte. Oder die fünfte Tüte. Dann hier, die erste Tüte. Mit, Leute, das ist so krank für mich gerade, Leute. Wie 2017, das Ding gibt so lang. Da steht 2017. Ja moin. Kurzer Nachtrag an dieser Stelle. Die 2017 stimmt natürlich nicht. Das Set kam 2022 tatsächlich dieses Jahr und ist also brandneu. Die 2017 soll also einfach nur zur Tüte gehören oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Set relativ neu. Also nicht 2017. Das sind alle lauter bunte Teile. Heißt, der innere Helm wird auf jeden Fall wieder bunt sein. Ey, das sind so viele Teile, die ich brauchen könnte. Für irgendwelche anderen Sets und die ein anderes Set vorkommen. Richtig gut. Wir packen jedes Tüte aus. Ui, da haben wir ganz viele von diesen Ecken. Genau. Oh mein Gott, das ist richtig schön silberne. Da. Das wird richtig cool. Das sehen wir aber nachher alles. Genau. Alter, hier noch. Tschüss, das schauen wir uns alles nachher richtig gut an. Hier haben wir dann auch noch, was ist denn das für ein Teil? Dieser Rahmen. Oh
Habe ich auch noch nicht gesehen. Ui, wichtig, so ein Dachteil brauche ich ja bald in der anderen Farbe noch für das andere Set. Für das Ninjago-Set, was ich euch gezeigt habe. Genau, und dann hier ist noch die Bauanleitung, die richtig cool aussieht. Ich habe nur so alte. Ich kann euch mal zeigen hier. Ich habe jetzt das Stich zwar jetzt kaputt, aber das ist so eine ganz alte von 4953 Lego Creators, so ein Flugzeug. Die ist leider kaputt, aber ja. Ja. Ist ein bisschen hochwertiger, oder? Hier hätte ich auch noch Lego Ninjago 9442. Dies ist ein Chat von Jay. Ja. Ja. Wisst ihr Bescheid? So, gucken wir uns hier mal an hier. Wir haben hier Mandalorian und so ein richtig geiles Bild von dem Older. Tschüss. Da habe ich richtig Bock drauf. The Mandalorian joins the Lego Star Wars Helmets Collection. Yes. Genau, richtig gut. Richtig gut. Das sieht man dann auch im ersten Ding, was da. Das ist einfach nur buntes Etwas und dann 2, 3, 4, 5. So wird das Ganze dann nachher aufgebaut sein. Und dann geht's da auch schon los. Wir haben hier 100 Seiten. Okay, das ist so einiges. Mal gucken, ob ich ein Speedbild kleiner mache. Das wird hier einfach nur ein Unboxing sein, dann kommt nachher noch eine Review. Genau, und da sind auch die ganzen leuchtsilbernen Leuchtteile. Das ist natürlich richtig gut. Endlich mal wieder ein komplettes neues Set. Ich hab da so, ich glaub das nicht, Friends, ihr glaubt es nicht. Ich bin so froh, diesen Knall zu haben. Kann ich das alles mit euch durchgehen, ja. Und zeigen und dafür sparen und Geld ausgeben. Mal richtig gut. Immer schön neue Sachen kaufen. Wir machen die Box hier wieder schön zu. Die wird auf jeden Fall behalten, weil die ist richtig schön. Die können wir jetzt am besten da hinten einmal hinstellen. Wunderbar. Und ja, hier seht ihr auch wieder mein T-Rex-Ding. Habe ich jetzt so zwei Star Wars-Figuren hingestellt, die ich gefunden habe. Die ist dann zwar ohne Accessoires, aber wir haben hier einen R2-D2, der ist schon die ganze Zeit da. Dann haben wir diese Asajj Ventress, oder wie die heißt. Und diesen, ich kann mir diesen Namen von diesem Darth Maul-ähnlichen Typen nicht merken. Leider. Ja. Ist halt so. Aber ich habe die jetzt auch schon spontan gefunden. Die sind tatsächlich nur, die zwei kommen in einem Set vor, was ich gerade dabei bin aufzubauen. Oder alle Teile zu finden wieder, weil das schon alt ist. Diese zwei Figuren kommen nur in diesem Set vor, habe ich gefunden. Das da wird auf jeden Fall noch ein Video zu kommen. Aber richtig cool, dass ich sowas habe. Das habe ich nämlich echt nicht gewusst. So, und jetzt würde ich sagen, gar nicht lang gefackelt, bauen wir das Ganze auf und dann geht's los zur Review. So, der Helm ist nun aufgebaut und ich würde sagen, dass es diesmal wirklich losgeht mit der Review, auch wenn wir schon hier schon ein bisschen hatten. Wir haben uns da schon die Box und bereits die Anleitung ein bisschen angeschaut und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal den Helm an. Genau, also so sieht das Ganze jetzt hier aus, wenn er fertig gebaut ist. Ich zeige den euch mal jetzt hier gleich direkt. Und es ist einfach richtig, richtig cool gemacht. Und es war auch tatsächlich gar nicht so einfach aufzubauen. Ich habe zwar schon lange keine neuen Sets mehr gehabt. So circa 6 Jahre, wie ich ja schon bereits, glaube ich, erwähnt habe. Aber das war wirklich, man muss da schon aufpassen, dass man das auch alles richtig setzt. Und ja, das Coole ist ja. Erstmal hier dieser Sockel da. Das ist kein Sticker oder so, das ist drauf geprintet. Was aber, glaube ich, bei den Helmen sowieso immer der Fall ist, oder bei solchen Platten, wo was draufsteht, so Details und so, wie bei den Technik-Sets zum Beispiel, bei diesen Mocs oder, ach, ich weiß gerade leider gar nicht, wie das genau hieß, da war das aber auch so. Und ja, Friends, es sieht einfach auch richtig cool aus, auch das da oben. Ich habe echt nicht gecheckt, dass das sah immer so richtig viel aus, aber nee, das ist voll normal, das passt alles. Und ja, wir haben uns ja die Box und die Anleitung schon angeschaut. Somit müssen wir uns auch nicht mehr drauf, groß drauf eingehen. Es hat auf jeden Fall 580 Teile und ist die 75328 aus der 18 Plus Serie. Und ja, was ich auch richtig, richtig, richtig cool finde an diesem Set, sind auf jeden Fall ein paar Teile. Es gibt da einzelne, das sind übrigens hier diese Ersatzteile, die habe ich jetzt auch mal hier übrig gelassen. Da hätten wir auch diesen silbernen einer Platte, da hätten wir auch noch ein Ersatzteil übrig. Richtig cool. Ich hoffe zumindest, also das hat alle Sinn. Es gab zumindest keinen Schritt, wo die noch irgendwie vorkamen. Und da sieht alles gut aus, also passt. Ich finde ja diese silbernen Teile richtig cool. Ich habe leider keine Ahnung, ob die auch mal irgendwo anders vorkamen in irgendwelchen Sets. Aber die sind richtig, richtig cool und die leuchten auch richtig, richtig schön. Allgemein auch die Farben, was ja oft mal kritisiert wird. Das passt ja alles überein, zumindest laut meinen Augen. Ich sehe hier keine großen, unterschiedlichen Farben zu
teilen. Also wenn es ein hellgrau sein soll, dann ist es auch ein hellgrau. Oder hier das Schwarz oder hier dieses Dunkelgrau manchmal. Das passt alles. Die Farben, die sind in diesem Set auch cool. Außerhalb das Innere, da gibt es das ein oder andere bunte Teil, aber das ist natürlich normal bei Lego. Ne, das ist ja auch alles so gebaut, dass man es alles theoretisch abnehmen kann. Oder es ist zumindest nur so leicht festgemacht. Jetzt habe ich es hier so abziehen können, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber es ist hier immer so mit so Klammern auf jeden Fall festgemacht. Und man sieht dann auch schon da innen, da ist zum Beispiel jetzt ein gelbes Teil oder auch die hautfarbenen. Und da unten auch. Oder auch, dass der Sockel hier aus Einzelteilen besteht. Das habe ich jetzt nämlich auch gar nicht, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es hier auch so sein wird. Aber ist so, ist richtig cool. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das hier war, so rum, ne? So, dann passt es wieder. Und es ist halt einfach was super, super Tolles zum Hinstellen. Wenn man jetzt hier gleich mal die Maße angucken, wie das bereits auch schon auf der Box steht, haben wir hier so ungefähr, ja, haben auf jeden Fall 18 cm, wobei, nee, eigentlich ist es schon so 21, 19, 18,5, 19 cm hoch. Wir haben hier ungefähr ja, so 13 cm breit und das ist so 12 cm. Damit man das so ungefähr weiß, 12, 13, 18, 18 hoch, 13 breit und 12 lang. Und es ist einfach was super Gutes, Kleines. Das kann man sich auch auf den Tisch stellen oder auf den Schrank oder wie auch immer. Und ich muss es wirklich approven. Es ist vor allem, dass ich es für 38 Euro bekommen habe bei Amazon. Da würde ich auch mal einen Link in die Beschreibung packen. Vielleicht gibt es da auch noch eine kurze Zeit, gibt es zumindest noch zu diesem Preis. Was dann eigentlich eine UVP von 60 hat. Ja, für 38 bekommen, weil 60 ist ja eher normal bei 580 Teilen. 10 Cent pro Teil ungefähr immer. Aber ja, für 38 Euro so ein Ding mit besonderen Teilen, so silberne. Oder auch, ich habe so Teile gehabt, die habe ich noch nie gesehen, so, ich weiß nicht, wie man die beschreiben kann. Auf jeden Fall gibt es da einige Teile, die ich noch nie gesehen habe. Auch so ganz kleine, die habe ich aber auch im Speedbuild gezeigt, was dann auch als nächstes online kommen wird bald. Je nachdem, wann diese Review kommt. Das Speedbuild habe ich auch schon aufgenommen, das ist auch schon fast fertig, muss ich nur noch kommentieren. Und deshalb, da habt ihr dann auch auf jeden Fall noch so ein 2-Minuten-Video, wie ich das in 6-facher Geschwindigkeit aufgebaut habe. Und ja, ich... Dicke Empfehlung auf jeden Fall an alle, die Mandalorian mögen und Star Wars und allgemein Lego. Das kann man sehr gut hinstellen, wenn man wer Deko haben will. Star Wars Fan, jetzt am besten noch kaufen, solange es noch billig ist. Und genau. Bitte entschuldige es übrigens auch, wenn ich irgendwas vergesse zu erwähnen oder irgendwie so jetzt unprofessionell rüberkomme, weil das ist ja meine allererste Review jetzt. Und ich wollte es einfach nur mal zeigen, meine Meinung raushauen, irgendwelche Besonderheiten sagen. Also ich meine, es ist nur zum Hinstellen, man kann nichts irgendwie groß bewegen. Also, gibt's auch keine Spielfunktion. Aber so ein 18-Plus-Set, da braucht man keine Spielfunktion. Das ist einfach nur Deko und das ist eine richtig, richtig schöne Deko. Allgemein, diese ganzen Helme kann ich empfehlen. Wenn der schon so gut gemacht ist, kann ich mir vorstellen, dass die anderen genauso cool sind. Gibt ja auch einen Darth Vader oder einen Boba Fett. Wer da auf jeden Fall noch mehr haben will. Dicke Empfehlung für Leute, die Star Wars eben mögen und Dekos brauchen. Und dann noch Lego-Fans sind, da ist das einfach perfekt. Und auch der Sockel, der ist richtig cool gemacht. Aus Einzelteilen. Habe ich echt nicht gedacht, dass es so ist. Aber doch. Die ganzen Dachteile hier, richtig, richtig schön. Man hat auch so ungefähr eine Stunde Zeit zu bauen, mindestens. Oder halt schneller, wer das aktiv ganz oft macht. Ich habe jetzt eine Stunde gebraucht. Und ja, ist aber auch sehr, sehr... gut mit dem Runden hier. Das kann man sehr, 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 sehr schön echt. Das haben die echt richtig gut gemacht. Die haben ganz viele von diesen eckigen Teilen benutzt. Sieht man die jetzt da? Nee. Aber das hier alles jetzt hier zum Beispiel, das sind alles so Eckteile. Richtig, richtig viele gibt's da davon. Und dann kann man so was Rundes zustande kriegen. Und dann noch das Silberne in der Mitte. Ich bin einfach so geflasht von diesen silbernen Teilen. Das glaubt ihr mir nicht. Ich weiß nicht, ob die irgendwie öfter vorkommen irgendwo. Aber die sind so schön. Ich sag's euch. Ja. Jetzt will ich aber gar nicht mehr drum um heißen Brei reden. Das würde ich sagen, war mit dem Helm. Als nächstes wird es dann ein Video geben zu dem N1 Starfighter von Mandalorian. Da habe ich den ja auch als Minifigur. Das wird dann auch bald kommen. Und ja, genau, das war das 75328Z, der Mandalorian Helm. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like, wenn es dir gefallen hat, würde mich sehr freuen. Und ich versuche mich noch zu verbessern, was Reviews angeht. In diesem Sinne.
bis zum nächsten Video, euer T-Rex und bye bye.